Tor gesehen. Ballgewinn von Dieb. Philipp, alaikum salam. Voll drin in der Partie, muss man sagen. Maybe jetzt? Keine Prognose geben, was hier noch abgeht. Das ist der Blick auf die Teasies, die gleich noch am Start sind mit ihren Symbols. Wie, was sind die Teasies? Wie, die sind am Start? Jockel, Bielefeld, klar. Auch da war Uchipka am Start. Grüße auch an... Oder die 7 gefällt mir sehr, muss ich sagen. Und so weiter und so fort. Tambo. Dieser Tambo ist nicht schlecht. Valerius flirtet mit der Abseitslinie. Meinst du es bei Ballers liegt dabei? Boah. Weil ich... Keine Ahnung. Ja, na klar, Marvinho. Aber dann hört man mich, glaube ich, kaum mehr. Ich wollte gerade sowas sagen, wie wenn der Trainer halt... Mein Co-Kommentator war, da kam auch immer wieder die Frage im Chat, ja, wo sitzt Robbie Hunke da eigentlich so alleine? Jetzt nicht selber wirklich Fußball spielt und so, ja, ist immer was anderes. Der ein oder andere wird vielleicht heute auch kommen. Wir haben ja noch ein paar Spieltage. Der Ness. 15, der mir sehr, sehr gut gefällt, der ankurbelt, der tut, der macht. Und dann auch vorne mit reinspritzt. Boah, gute Bewegung. Dönmez setzt sich durch. Oh, schade. Sehr gut, war nicht schlecht gemacht, war eigentlich gut gemacht. Sie stehen sehr, sehr gut, die Jungs von Calcio. Und quer. Jetzt auf 4-2 stellen, das tun sie. Ausgekontert. Wildcard-Spieler durch Hagen Blom. Ausgekontert. Ein langer Ball. Das ist der entscheidende Zweikampf, den Tambo da gewinnt, der nicht nur trifft, sondern auch assistiert. Danke, Lukas. 15 Sekunden Zeit, um abzuschließen. Valerius wird gebracht von Calcio, Ali. Geh doch zurück! Geh doch zurück weiter! Ihr seht die Shotclock darunter laufen. Okay, stark. Stark. Der Abschlusspass und der rasselt. Aber er hätte sogar noch weiter zurückgehen können. 5-2 Calcio. Jetzt braucht Gönnergy 3 Treffer zum Revier. Hä? Hat sich gezählt oder was? Man darf bis zum Ende des Mittelkreises auf die andere Seite. Weiter nicht. So, Alici hat den Druck und hat Alici auf den Hammer. Boah, was ein schönes Teil. 28. 3-5. Gönnergy ist wieder da. Boah. Eieiei, den trifft er super. Alici, und das ist die Reaktion. Monte. Sascha Hellinger. Aber beide gute Schusstechniken, muss ich sagen. So Innenseite, aber trotzdem mit Druck, finde ich. Schöner Feuer holt noch auf. Digga, das war so klar, dass jetzt so ein Schuss kommt. Jo, mäßig Topspin, so dieses mit Innenseite so. Wisst ihr, was ich meine? Mach ihn, mach ihn, mach ihn! Schade. Übrigens, der erste, ich schwöre, er kann es drehen. Hat nicht gezählt von Kai. Immer wenn man es callt, ist so. Chat hat das schon mitbekommen. Der erste Treffer hat nicht gezählt, ne? Man kann wechseln, man kann den Spieler wechseln. Weiß ich nicht. Tut Gönnergy, und das ist keine schlechte Idee. Vierter Treffer für Gönnergy. Also Ausgleich jetzt, oder was? Ich sag auch noch, der... Oh mein Gott, 4-4. 4-4 ist der Spielstand. Grafik wird gleich korrigiert, Leute. Erster Treffer von Calcio hat... Der war stark. Der Junge war stark. Richtig geile Schüsse. Weil der Ball ruhte beim Abschluss. Der Ball darf nicht ruhen. Von Valerius. 4-4 ist der neue Spielstand, Leute. Und deswegen wird der ganz wichtig für Calcio. Und da ist er. Aber den kann man halten. Wieder in Führung. Mike Kühnel. Und übrigens, man darf den Ball auch nicht mit der Hand stoppen. Jetzt Zeit. Also als verteidigender Spieler. Zeit. Zeit, lass dir Zeit. Genau, 15 Sekunden. Ja, irgendwie mit reinspringen mit Dings da. Kühnel vorbei. Wieder. Jetzt ist Calcio am Start. Ist vorbei. Das ist die letzte Aktion gewesen. Obwohl ein Treffer aberkannt wurde, weil der Ball ruhte, reicht es für Nico Heimer und Chris Krüger. Den Grünen gegen die Orange-Türkisen. In weißen Hosen. Safe Johnson. Safe, Bro. Safe.
Bastian direkt mal rustikal gegen Mo Leitner. Herzlich willkommen in Köln. Und manche echt den Quarterback zu schwache geben. Qualität, muss man ehrlich zugeben. Und warum nicht mal abschließen? Contento! Diego Contento! Starker Schuss. Siebte Minute, Las Ligas Ladies gehen in Front. Santos, was geht, mein Bruder? Und das wird Chris Kramer nicht gefallen. Boah, muss man halten, aber. Und das ist Selina Cerci, die Teammanagerin, gemeinsam mit Jule Brandt. Selina Cerci spielt beim 1. FC Köln. Da will ich Mika Rutnik nicht ganz freisprechen von Schuld. Aber wenn ein ehemaliger Jesper, Champions League-Spieler halt. Ja, ist bei dir irgendwas ausgeschaltet? Da hätte ich auch ein bisschen Respekt. Ja, ist, keine Ahnung, mir ist es zu wenig. Und das ist guck mal, was für ein Glückstor. 2-0. So ein Glückstor. Für Las Ligas Ladies. Einfach langer Ball, Digga. Langer einfach Ball. Eine Annahme, die er gar nicht wollte. Und wenn er den ersten Kontakt so will, dann ist das ganz, ganz großes Tennis. Mann, natürlich will er das nicht so. Super Vorlage. Also wenn er den wirklich so macht, Robby, dann ist es Weltklasse, sagen wir mal so. Natürlich wollte er das nicht. Sieht man doch. Ist der Torschütze nach Vorlage von Julian Verkauterin. Er sagt, wenn es gewollt war. Vielleicht war es dann doch eher. Ja, natürlich fange ich wieder an mit Fußball. Ist aber egal. 2-0. Und gleich gibt es also den Baller League Game Changer. Für die letzten drei Minuten gibt es dann etwas andere Regeln. Naja, ich finde schon, wenn du was drauf hast und ein guter Spieler bist, dann würde man das schon merken. Oder ich sag ehrlich. Egal, ob es schwer ist oder nicht. Heiz. Es ist so ein bisschen wie ein Kreisverkehr für Golden 11, nur dass sie immer wieder um den Kreisverkehr rumfahren drin und keine Ausfahrt finden in Richtung gegnerisches letztes Drittel. Jetzt vielleicht, da ist es doch! 2-1, 25. Minute. Es ist Mike Odenthal. Da ist der Stürmerinstinkt, kommt genau richtig rein in die Lücke. Und jetzt knackt das also. Der Mann, der früher in der zweiten von Gladbach gespielt hat, aktuell beim KFC Uerdingen in der Oberliga Nordrhein-Westfalen. Mike Odenthal, der Chris Kramer früher persönlich kennt. Ach Bruder, es ist doch unglaublich, Digga. Ich bin weggegangen, Tor oder was? Ach Digga. Gutes Tor? Noch anderthalb Minuten bis zu den Galaxy Minutes. Nichts Besonderes. Mopo, Dankeschön für 4 Monate. Baller League, echt nice zum nebenbei schauen, muss ich sagen. Und jetzt wird ja, Bro. Man nervt mich nicht mit Traumtor und so. Der jetzt schon dem Spiel eine andere Statik gibt. Ah, jetzt weiß ich. Okay. Startspiel. Gleich gibt es also die Galaxy Minutes. Da gibt es 3 Optionen. Entweder direktes Duell, das haben wir in Spiel 1 gesehen. Jede Mannschaft mit nur einem Spieler. Oder die Galaxy Shot Clock. Innerhalb von 30 Sekunden muss es den Abschluss geben, sonst Wechselballbesitz. Oder Galaxy Fast Forward, überquert der Ball die Mittellinie, ist kein Rückpass mehr in die eigene Hälfte. Das ist eigentlich geil, wenn man nicht mehr zurück darf. In 3 Minuten die Optionen. Ihr werdet es mitbekommen, was es ist. Hektisch, ey. Golden Bruder. Die spielen alle so. Chris Kramer fordert das auch aktiv ein. Weiß ich auch nicht. Letzte Chance nochmal vor den Galaxy Minutes auf 2-2 zu stellen. Ne, den bekommt ich mach ganz kurz nochmal voll. Wieder Besenrauben 11, ein Treffer, um hier zumindest machen, das Remis mitzunehmen. Ich kann es jetzt nicht machen, scheiß drauf. Ich mach's danach, wenn das Spiel vorbei ist. Chris so, was heißt Kramer das jetzt? Ganz laut. Die haben für jeden Angriff immer nur eine halbe Minute, oder was? Wir gucken uns das zusammen an. Nichts. Ist mir zu wenig. Es ist ein Kontakt da.
Das Ganze aber ohnehin auch, also ist doch, ist bin ich Schmelzer. Digga, eigentlich normalerweise 30 Sekunden reichen locker, wisst ihr, wa? Max, was geht, mein Bruder? Normalerweise 30 Sekunden, du brauchst dich mal abhetzen. Grüße an Hans Sapai, der hier neben dem Kommentatorenplatz steht und gerade noch mal wissen wollte, was die Challenge ist. Es ist die Galaxy Shot Clock. Falls ihr jetzt erst dazu seid, 30 Sekunden, dann muss abgeschlossen werden, sonst Wechsel. Ball noch nicht, Doan, gleich, ich mach's nach dem Spiel. Mo Leitner, das Ganze hier direkt vom Kommentatorenplatz. Hier in dem Eckchen. Digga, was machen die da die ganze Zeit? Hohe Bälle. In dem Fall. Ist ja alles okay, soweit alles okay, Bruder. Bisschen Stress in einer großen Sache, aber sonst alles okay. Bei dir, anderthalb Minuten noch für Golden 11, die am ersten Spieltag gewonnen haben. Alaikum Salam. Las Ligas Ladies an Matchday 1 mit einer Klatsche gegen die Zimbos. So, jetzt müssen sie. Uhr läuft runter, deswegen die Geschichte aus der Ferne. Warum? Da mussten die einfach früher nach vorne spielen. Ganz einfach. Ich bin enttäuscht von dem Spiel. Eine Minute noch. Golden 11 probiert's. Man kann sie auf jeden Fall, oder kann ihn auf jeden Fall den Wunsch nach dem Ausgleich nicht absprechen. Ist vorbei. Das Ding ist durch. Und wir probieren's. Warum nicht aus der Distanz? Philipp Meissner, der Wildcard-Spieler. Kein Thema für Räder, weil der ein bisschen zu hoch angesetzt ist. Ein Angriff bleibt dir noch. Golden Dings da. Mann, ey. Guck mal. Oh mein Gott. Er macht einfach Zeitspiel. Ja, und jetzt wollen wir sehen, dass sie einfach zaubern. Jawohl, Jan-Philipp Schmitz. Hat er noch vorne? Von Hollywood United, der Mittelstürmer. Pipo, 5 Subs. Freigegeben werden. Die Käfigtiger in, was ist es, Matt Gold, würde ich sagen. Und Hollywood United, die Mannschaft von Knossi. Grüße gehen raus an den lieben Jens. Leider erkrankt, ist heute nicht am Start. Dafür aber Max Kruse in den, ach so, ja, was okay. Ist Hollywood United? Was ist das? Textmarker? Guck mal, die greifen auch gar nicht, die brauchen gar nicht. Pink. Jetzt greifen sie an. Textmarker Pink. Und das ist ein ganz spannender Goalie direkt, der den Ball oben hin befördert. Wenn der Ball an die Decke geht, dann wird immer abgepfiffen. Seite hier in Köln, Viktoria Köln. Ich sage... Ist sehr, sehr gut. Minimalistisch, den muss er machen. Den muss er wirklich machen. Alter, ist das Tor treffen, dann ja. Steht es 2-0. Fabian Cemayi, aber herausragend. Der kurze, schnelle, erste Kontakt da. Ich sage, es fallen noch schön assistiert. 3 Tore. Das wäre die Gelegenheit gewesen, aber Hans sagt es. Wir wollen ja eigentlich noch Max Kruse sehen. Aber sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Sehr taktisch spielen sie. Versuchen wenig. Ich finde das Spielfeld geil. Ganz ehrlich, ich persönlich finde das Spielfeld geil. Keine Konter fährt. Weil ich ein Spieler bin, der auch ein bisschen Platz braucht. 10 Minuten gleich. Oder hör auf, Fares ist dein Kollege, wa? Und wir schauen uns das Tor nochmal an. Cielo Galileo, sei ehrlich, ist dein Kollege. Weil bis jetzt hat er nicht viel gezeigt. Max Kruse happy. Die Lara Kruse auch hier am Start heute. Die wollte sich auch schon als Co-Kommentatorin bewerben. Ist hier auf jeden Fall gerade für ihren Vlog vorbeigegangen. Auch sie hier heute in der Haus in Köln-Ossendorf. Nein. Also er hat bis jetzt hat noch nicht so viel gezeigt. Und Max Kruse holt sich die Schuhe. Sag ich doch. Da kommen doch die Schuhe. Aber spielt er ohne sich warm zu machen? Das ist aber mit der 10 auf der Hose. Das ist schon mal wichtig. Wichtig und richtig. Wer soll sonst die 10 haben bei denen? Ich wollte gerade sagen. Wenn du einen Max Kruse im Team hast. Oh, Ball geht nicht an die Decke. Spiel läuft weiter. Sehr schön hinten weggeklärt das Ganze. Von Zachary Bonzu, auch ein sehr erfahrener Mann. Ach, mit der ich 27. Sag, oder, sorry. Für mich bis jetzt der beste Spieler, die Nummer 17 von Pink. Alleine diese Aktion, Bruder. Er macht 2 Spieler weg. Schafft direkt Überzahl. Sorry. Vielleicht gibt es ja auch noch den Vodafone Game Changer. Das sind genau die Spieler, die ich mag. 3 Minuten, also ab Minute 12. Das ist nicht verkrampft. Das ist nicht so, der zockt einfach. So, wisst ihr, was ich meine? Mal eine Challenge eingebaut. Da bin ich sehr gespannt, was es wird. All das wird nach dem Zufallsgenerator dann
rausgefunden. Mach ja, so Flair ein bisschen. Buden, sagt der Chat. Und ich lese sehr, sehr viel Eintracht Spandau. Ihr habt wirklich eine große Fanbase, Hans. Ja, auf jeden Fall. Die Fanbase besteht ja schon. Und die... Oh, nochmal quer. Auf 2-0. Den hält er mit dem Gesicht. Schön mit dem Kopf gehalten. Abschluss von Westerhoff. Und dann achtet auf das Gesicht vom Goalie. Ah, auch mit dem Ohr. Marcel Jonetzko, der ehemalige polnische U18-Torwart. Oha. Also Eintracht-Fans, macht mal, gib mal hier Liebe rein. Ja, ich finde auch, er macht's gut heute. Sagt Hans Sauer, sag ich euch ehrlich. Ich finde, er macht's gut, der Cirilli oder wie er heißt. Wirklich. Gefällt mir. Jonetzko schüttelt sich. Tolle Leistung gezeigt, muss man sagen. Auch an Match oh, Max, Max hat die Chance. Freistoß, macht er den sofort rein. Lange Ecke, flach. Max Kruse. Oh mein Gott. Ja, ich wollte schon gerade sagen. War vorher nämlich abgepfiffen worden. Freistoß, das ist ein klassischer Kruse. Max Kruse! Oh, war so klar, abgefällt schon an dem Pfosten. Janis, danke schön für 5, mein Bruder. Vielen, vielen Dank. Max. Alter, wie offen war die lange Ecke? Alter Schwede. Oh, mit dem Popo. Mit dem Popo an den Pfosten nach dem sehr feinen Abschluss von Max Kruse. Oh, da, mit der Hacke. Richtig zauber. Er kann noch Fußball spielen, ich schwöre. Man merkt das sofort. Egal, ob er Bauch hat oder nicht. 30 Sekunden also wirklich. Bis zum Game Changer. Max Kruse dirigiert und hat offensichtlich richtig Bock auf Kicken. Und dann gibt es gleich 3 Optionen beim Baller League Vodafone Game Changer. Wir bauen eine Challenge ein für die letzten 3 Minuten, die jetzt gleich am Start sind. Jetzt also der Game Changer. Frequenz. Ecke, oder? Jawohl, was macht der Ref? Macht selbstverständlich Ecke. Das, was Hans Sapal sagt. Natürlich, Ecke. Dillmann, vielen, vielen Dank, ne? Boah, gut, Tor. Und da ist das Ding. 1-1, die Käfigtiger wurden provoziert und sie beißen. Ja, so können auch Tore passieren. Die Torchance nicht nutzt, ne? Da kriegst du so eine... Kruse ist Gegenspieler. Zweikampf gegen Max Kruse. Ja, es gibt viele Charaktere. Ich habe jetzt einfach nur so aus dem Stegreif gesagt. Ja. Guter Torwart. Und war das oh mein Gott, was ein Tor. 27. Minute. Torwart. Marcel Jonetzko trifft. Der Goalie. Trifft für die Truppe von den Boatengs. Und dir, was ein Hieb. Was eine Peitsche. Die Käfigtiger. Schönes Tor. Siehst du, man muss die Jungs nur heiß machen, ne, mit Boateng. Ja. Und dann läuft Lunata, ich sag jetzt dazu nichts. Sonst denken die Leute wieder... Ach egal, ja, ich sag dazu nichts. Kannst du halten, musst du halten. Der kommt jetzt nicht in die Ecke. Bruder, ich schwöre, er ist echt gut. Er ist einen Meter an seinem Körper vorbei. Den muss er halten. Muss er mit... Gar nicht mit der... Nicht mit der Hand, mit dem Fuß kann er den halten sogar. 10 Sekunden noch bis zu den 3 Galaxy Minutes. Mal schauen, ich sag ehrlich, ist aber besser als letzte Woche. Ich sag euch ehrlich. Junger Kerl. Jetzt kann er sich wieder Vertrauen holen. Und jetzt die Galaxy Minutes. Schieß, du, schieß rein. Was macht ihr? Er hat die Regel nicht verstanden. Hä? Warum muss er den Ball zurückgeben? Er hat die Regel nicht verstanden. War, glaube ich, noch nicht freigegeben. Hart. Tor. Wieso das denn? Das ist bitter für Hollywood United. Er dachte, er kann 1 gegen 1 gehen. Denn das ist das 3-1 für die Käfigtiger. Nein, stopp, stopp, stopp! Er checkt's nicht. Ah, er hat die Mittellinie überquert. Man darf nicht über das Weiße hinausgehen. Und das kann richtig, richtig teuer werden. Er hat nicht ganz aufgepasst beim Erklären der Regeln. Er hat's nicht gecheckt. Oh, das ist sehr, sehr bitter. Ist ein Wildcard-Spieler, also war letzte Woche nicht dabei. Ja, genau, bis zu dem weißen Kreis im zweiten Hand. Da darfst du hingehen, genau, exakt. Und der Ball darf nicht ruhen. Hart. Joshua, so oh mein Gott. Ist das hier für die Käfigtiger, der Eintreffer schon gemacht hat. Und den zweiten hinterherlegt. 4-1. One-on-one, Galaxy Minute. Oh, das tut mir gerade... Ja, mein Nase. Mein Auge, war Ali? Gruß an die Eckfahne, an die nicht vorhandene. Alva Robby sagt Grüße an die Eckfahne. Ah, Hollywood United. Die haben das Spiel noch nicht richtig verstanden, ne? Oh ja, bitter, bitter.
Sumbunu und er hat einen mächtigen linken Hof. Warum geht er denn nicht hin? Warum geht Schmitz nicht hin? Bist du verrückt? Bilal nennen sie ihn. Natürlich heißt er Bilal, aber hä? Verteidigen. 5-1, das gibt's nicht. Bruder, er hat die einfach geknallt, ja. Der beste Spieler bis jetzt. Der beste Spieler bis jetzt hat einfach die geknallt aus Versehen. Da kannst du davon ausgehen, dass du das Ding gewonnen hast, ne? Unfassbar. Was macht Kodra? Sehr high gerankt im Draft. Muss sich jetzt ein bisschen beeilen. Ball darf nicht ruhen. Hat einen guten Schuss. Aha. Schönes Tor. 2-5, Kodra. Wenn er alle hält und jeden reinmacht, könnte er vielleicht noch ausgleichen. Gut, mach das Tor, langer Steven Ball. Steven Kodra macht den nächsten. Nein. Und das ist es dann vermutlich gewesen. Geiles Teil, das Tor, sagt der Chat, aber es reicht nicht. Denn die Käfigtiger haben genau zugehört und haben sie ein wenig überrumpelt. Kodra vielleicht nochmal mit dem letzten Lang. Schönes Ding, schönes Ding. Passt nicht exakt und dann läuft irgendwann alles gegen dich. Ja, jetzt kriegst du das nicht mehr gedreht, ne? Wahrscheinlich nicht mehr. Hans Sabo, boah. Tor 6-3, hat die Käfigtiger, hat Boateng höchstpersönlich angezählt und es hat was gebracht. Auch da zündet Coach Sapai wieder. Wahnsinn. Grüße gehen raus an Prinz Boateng. Glückwunsch zum Sieg. Jawohl, denn das ist es. Jetzt steht's da. Geht auf Transparenz. Überlegt. Dankeschön, mein Bruder. Beim Anstoß, Match ist freigegeben. Beton Berlin. So. Beton Berlin, von Fatih erwarte ich was, sorry. Von dem Mann, der jetzt am Ball ist, von dem erwarte ich was. Gerber, ich kann es dir gar nicht sagen, ich weiß es nicht alles. Das ist das 1-0 durch Manuel Fischer, den Champions League erfahrenen Mann. Nochmal, der hat mit 18 schon gegen Barca Champions League gespielt, für den VfB Stuttgart damals. Einfach in die Mitte geschossen. Der Ex-Bundesligamann zum 1-0 für Streets United, Manuel Fischer. Würde ich niemals sagen. Ich kann das gar nicht sagen, weil ich beide gar nicht richtig spielen gesehen habe. Aber im Moment denkt sich der Trainer was dabei. Oh, super gespielt. Oh, schön gemacht. Wenn er ihn spielen lässt, vielleicht hat er seine Gründe. Vielleicht war er länger bei der Vorbereitung. Vielleicht ist Willi erst neu dazugekommen. Wisst ihr, was ich meine? Und die Leute verpacken es halt so bei TikTok, dass die denken, oh, super Ecke. Dass sie denken, dass ich irgendwie Willi schlecht rede. Das würde ich niemals machen. Niemals. Über niemanden von meinen Jungs würde ich schlecht reden. Aber ich werde immer ehrlich auf Fußball reacten. Schütze. Oh, 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 oh. Wo findet denn da die Lücke? Die ist quasi nicht... Ja, die Leute verbinden immer Kritik mit was Schlechtem. Von Therese Herzhauser. Wahnsinn, nach vor. Abdel, ich küsse dein Herz, Habibi. Abus Einer. Stellt auf 2-0. Also, wenn man gewinnen will... Zu guter Pasu war letzte Woche gut. Was ist Regel? Da ist er. Vielleicht kann er die Energie jetzt ummünzen. Erstmal trifft er den Tonassistenten bzw. Kameramann da. Oh, 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 vorher abgepfiffen vom Referee. Ja, wie gesagt, die letzte 17er von welcher Mannschaft war das nochmal? Alles möglich sein. Ilias vorletztes Spiel, glaube ich. Mit dem Abschluss. Ja, nicht, Bruder, warum? Sorry, Arda. Fatih gefällt mir gar nicht. Fatih, sehr chip. Auch wenn er mein Kollege ist. Das ist auch wieder so eine Sache. Ich kann doch nicht jetzt sagen, nur weil er mein Kollege ist, er ist krass, obwohl er nicht krass spielt. Kann ich nicht. Warum soll ich es machen? Ich bin ehrlich. Guck dir das an. Letzte Woche muss man dazu sagen, an alle Fans von Beton Berlin gab es so eine Schiedsrichterentscheidung, mit der die Truppe von Kontra K und Felix Lobrecht überhaupt nicht einverstanden war. Es gab ein Foulspiel im Vorwärtsgang, daraus resultierte ein Patrick Ebert hat nicht mehr gespielt, Bro. Situation jetzt auch nicht unbedingt für Beton Berlin gepfiffen. Aber sie können es nicht ändern. Quer. Nochmal quer, Bruder. Warum? Spiel doch direkt nochmal nach hinten. Aber Antoski ist hinten und räumt das Ding auf. Ich habe keine Ahnung, Anonym. Anderthalb Minuten. Und jetzt muss eigentlich der Abschluss kommen. Alter Schwede. Die Killerqualitäten fehlen, Diego. Ja, das ist ja, wenn man im Rückstand ist, ist es halt schon schwierig, wieder zurückzukommen.
Alter Schwede. Jetzt kein geborener Mittelstürmer gewesen. Nee. Was kann man besser machen? Warum kriegen sie die Dinger nicht rein? Ja, wie gesagt, die verteidigen gut. Also es ist schon schwierig, wenn sie zu fünft hinten stehen. Ne? Also. Der Chat fordert hier übrigens schon, dass Heiko Westermann bald auch verpflichtet wird. Kennst du noch von früher? Kenn ich noch, ja. Aus der Bundesliga, HW4. Und jetzt die Chance zur Entscheidung. Reisgies ist da, hat jetzt aber Stress. Hä? Pazurek dazwischen mit all seiner Erfahrung, verteidigt nach vorne, letzte Minute läuft. Dann würde die zweite Niederlage für Beton Berlin und clever. Der zweite Sieg sehr clever. Streets United. Digga. Fatih wieder verloren. Sehr enttäuschende. Und ich hoffe, dass wir gleich mit Fatih Hatipo Performance sprechen können. Der Mann, der in vielen Oberliga-Vereinen gekickt hat in Berlin. Große Underground-Liga in Berlin mit aufgebaut. Seine Mission, Straßenfußball wieder zu beleben. Organisiert freitags immer ein Turnier in Berlin. Sehr geil, um die Jugendlichen zum Kicken und nicht zum Trinken zu bewegen. Ölem, erwähne auch meinen Namen. Absolut, wieder Ball am Kommentatorenplatz. Aber ich habe ihn hier schön weggeboxt. Ja, das war gut. Gute Reaktion. Letzten Sekunden laufen. Vielleicht nochmal der Ehrentreffer für Beton Berlin. Jetzt müsste der Abschluss kommen. Da ist das Ding. Nein! Er will einfach nicht rein. Bitter, bitter, bitter für Beton Berlin, die alles rausgeknallt haben. Heute ist wirklich viel Pech dabei gewesen. Das gibt's doch nicht, Diego, ey. Heller ist der Einzige, den ich kenne. Aber irgendwoher kenne ich noch Aydoğan, aber ich weiß nicht woher. Und in, was ist es, Bordeaux-Rot und Dunkelblau, die Zimbus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Tamam, okay, Yunus, jawohl, steht. Abseits. Gut erkannt von Rafati. Oh, nee, oder, Yunus, schon wieder? Wir hier nochmal die Szene davor betrachten. TB367, also Dankeschön für fucking 5. Zu. Hat dran. Warum nicht einfach mal einen auf die Kiste Bravo. Klopfen von Aydoğan? Lila, macht es. Inspirix, Dankeschön für dein Prime, mein Bruder. Boah. Gut drin, Jeremy Celal, gut drin. Hello, hello. Und Heller! Marcel Heller! Fünfte Minute! Die Zimbus für 1-0! Abgefälscht! Marcel Heller! Marcel Heller! Heller ist also wieder Heller! Fünfte Minute! 1-0! Kurz gezuckt! Marcel Heller! Glücklich abgefälscht! Nichts zu machen im Tor der Protatoes! Heller stellt auf 1-0 ja, für die Zimbus! Tizis und Broski mag ich sehr. Bei, also alle drei super Typen. Nochmal 10 Subs von Yunus würden schmecken. Lecker, lecker, lecker. Der 10er von Lila im Auge haben. Aydoğan. Ne, der 24er. Und wieder Heller. Helle. Rechts ist Helle. Papa frei. Schiri. Faul, sehr gut verteidigt und ihr habt die Jubelrufe gehört. Oh, yes. Und dann sieht er ihn nicht. Die brauchen alle zu lange, ey. Marcel Heller den Ball abgenommen zu haben. Vorteil. Oh. Abgepfiffen vorher. Die brauchen alle zu lange für die entscheidende Entscheidung. Marcel Heller noch komplett in Shape, der Mann aus Quadrat. Für die finale Entscheidung, also vorm Tor. Abstoß. Ruhig, spielt ruhig, nimm den Torwart mit. Warum nimm die nicht den Torwart mit? Lass doch mal den Torwart mitspielen. Die Spandau-Fans machen sich langsam warm, also in den Stimmbändern. Sehr warum? Gut zugestellt von den Protatoes. Und dann schön mit der kannst Brust auch annehmen. Von Patrick Papa Christodoulou. Ja, viel interessanter Spiel. Getroffen. Safe. Letzte Woche auch schon. Super Ball. Simon, oh, toll und starke Parade. Oh, super Annahme, super Bewegung. Philipp Simon. Drittligaspieler. Merkt man sofort. Sehr stark gemacht. Oh, Digga, die Zimbus, sage ich euch, sind sehr interessant. Meine Meinung. Weiß ich nicht, ob ich die Liga rasieren würde. Keine Ahnung. Pascal Wiewroth im Tor bei den Protatoes. Lass klatschen. Lass doch einfach klatschen, Bruder. Auch ehemaliger Regionalligamann aus der Pfalz von Cosmos Koblenz. Das ist. Sag das nicht, Jungs. Macht doch trotzdem Spaß zuzugucken, ich sag euch ehrlich. Von den, für die Zimbus.
Da fielen die Tore ja ganz easy am ersten Spieltag gegen Las Ligas Ladies. In der Höhe doch dann überraschend. Jetzt führen sie nur 1-0. Ist, denke ich mal, okay, aber die Protatoes, die Mannschaft von den Protatoes, weiß ich nicht, Jamie, arbeiten Jimmy. Sich langsam rein in die Partie hier. Lang. Den Ball lang. Heller, hübsch. Oh. Aydoğan. Schneller, schneller, schneller. Ey, der Torwart gefällt mir von Zimbus. Der spielt gut mit. Fuß vor, Fuß vor, Fuß vor. Der Torwart von Matchday 1 ist nicht dabei. Das ist der Wildcard-Spieler, Julian Mehal, der heute im Tor ist. Der eigentliche Torhüter von den Zimbus ist bei seinem Verein die Bravo. Nummer 2. Und jetzt Überzahl. Und jetzt Überzahl. Torhüter verletzt ist als Nummer da Überzahl. Wenn die gegnerische Mannschaft, Chat, anläuft, Und dann ist er drin. 1-1. Eigentor von Aydoğan. Der hat letzte Woche getroffen und einen Ball von der Linie gekratzt. Das innerhalb von einer Minute. Und jetzt erlebt er das komplette Gefühlskarussell. Loco, Dankeschön für dein Prime-Man, Bruder. Vielen, vielen Dank. Kuss, Habibi. Dankeschön. Am zweiten Spieltag. Oh, das ist die Reaction der Teasies. Weiter, weiter, weiter. Simon Schildkin, Lila, AKA Zimbus sind besser. Zimbus machen das. Sehr belastend für die Zimbus. Die Protatoes wieder Teilnehmer der Veranstaltung hier. Spielt doch mit dem Mann in der Mitte. Die brauchen viel zu lange, bis sie den Ball spielen. Aber die spielen, ich sag euch ehrlich, das Spiel macht auf jeden Fall viel mehr Spaß als das Spiel davor. Merkt man sofort. Weil beide sich bewegen können. Beide wissen ein bisschen, wie man sich zu stellen hat. Oh! Chat, wer von den anwesenden Menschen soll denn hier mal als Co-Kommentator neben mir sitzen? Den ihr hier schon gesehen habt in den Hallen, in den heiligen Hallen der Baller League. Mein Redakteur bietet sich mir gerade auf dem Ohr an. Jetzt aber erstmal Max Wildschrei. Der hat einen verdammt guten Abschluss. Ah ja, viele fordern Broski, viele fordern die Teasies. Monte, ja, hatte ich schon mal beim Event als mein Co-Kommentator. Nichts. Drama, ja. Weiter. Knabe, natürlich. Weiter. Knabe ist Gesetz, ist Pflicht. Vorteil, Überzahl. Mbenge für die Zimbus. Super frei gespielt. Ah, schön die Lücke gesehen von Mbenge. Der Mann mit der 6 hat eine wirklich tolle Übersicht. Oh, Alter, die spielen gerade mit dem Feuer, aber. Die spielen gerade ein bisschen mit dem Feuer. Ja, ist okay. Lehmann höre ich, sehe ich. Bigalke ist eh gesetzt. Der war schon mal mein Co-Kommentator. Messi ist leider nicht Teilnehmer der Baller League. Podolski. Cora Schumacher. Mal schauen, wer hier noch so in den nächsten Wochen kommen wird. Oh mein Gott. Wir haben ja immer 18:15. Er wirft den Ball weg. Habt ihr gerade gesehen? Zeit für euch. Von dem Trainer von denen. Der hier. Er hat einfach den Ball weggemacht. Nico Heimer ist eh klar. Rudi Völler. Jetzt aber aktuell Augen auf das Spiel. Und Heller mit dem Nachsitzantrag. Zehnte Minute. Bleibt beim 1-1. Marcel Heller holt sich die Bälle auch tief, muss man sagen. Holt sich während die Zeit. Ja, Marcel Heller kann noch spielen, ja. Wieder den Ball ab. Marcel Heller, sehr schnell unterwegs. Das Spiel macht echt Spaß zu gucken, ne? Ich sag euch. Heppala. Vorsicht, Jungs. Boah, faul. Abdenbi Ubekiri. Der deutlich schwieriger ins Spiel findet als letzte Woche, als ihm gegen die Käfigtiger Yunus, gerade zu Beginn fast alles. Ich will nicht mehr wetten, ja. Saram. Lass neutralisieren. Ich will ein spannendes Spiel gucken, ich schwöre. Aber ich sag trotzdem, Lila gewinnt. Oder willst du lassen? Setz dich ab. Guter Call. Eine Minute Zeit noch. Okay, kein Rückzieher. Bis zum Bam, kein Rückzieher. Kein Rückzieher, okay, kein Problem. Bleibt, alles gut. 1-1 zwischen den Protatoes und Zimbus. Jetzt die Protatoes haben schon mal richtig unentschieden gespielt. Remy hilft dir nicht weiter. Heller, bitte zum Alter. Tanz. Kein Foul? Gegen Yannick Pelivan. Yannick Pelivan. Mit der kennt denn das 17. kein Foul sein? Der eine oder andere kennt ihn von seinen Videos. Spielt aktuell in St. Katharinen in der Oberliga. Macht Fußball-Challenges, Skill-Tutorials und so weiter.
Nein, bleibt alles gut, Yunus. Papa Christodoulou, Torschütze in der letzten Woche. Oh, hat Yannick Pelivan da einmal richtig schön auf die Rutsche geschickt. Mann, Digga, hört immer auf hier mit dem. Wenn jetzt ein Tor fällt, drastisch aus. So, also 3 gegen 3, das wird wild, das hatten wir heute schon mal. Ey, zählt es auch, Yunus? Sag jetzt schnell. Heißt natürlich für die zwei Feldspieler jetzt von den Zimbos. Oder nur normale Dings da. Potatoes. Da musst du noch links spielen. Abschluss. Brutal verteidigen. Abschluss! Rabia schiebt raus. Digga. Schneller, doller Pass, Abschluss. Eng alles und jetzt kommt das Ding. 2-0. Yunus hat Nein geschrieben. Ich habe ihn gefragt. 2-1, sorry. Dafür kann ich nichts. Yunus selber schuld. Yunus selber schuld. Er selber hat's gesagt. Aber ich sage, die Pinken werden einfach ruhig ausspielen. Ruhig nochmal. Nein, nochmal zurück. Justin Krauser, der Wildcard-Spieler, der Torschütze. 2 Minuten bleiben den Zimbos. Geh nach hinten, geh nach hinten, geh nach hinten. Mbenge. Jetzt Offensivphase. Mbenge ist ein richtig geiler Spieler. Ich werde sauer. Babacan Mbenge, ich schwöre, ich werde sauer, wenn ich es sehe. Ne? Aktuell aus der Oberliga am Start. Mach doch mal Platz. 32 Jahre alt, geile Perspektive hier. Danke an die Regie. Und das ist er. Yunus. 2-2, Philipp Simon. Was für ein Kicker, die Zimbos sind wieder. Hat er gut gemacht. Wenn er dann reinmacht, Chat. Wenn er dann reinmacht, ja, dann sagt keiner was. Im Eishockey würde man sagen, jetzt sind die spielstarken. Genau, breit. Ich würde sagen, hier in der Border League auch. Also wie kann man denn so dumm sein? Zocker. Du musst natürlich eine Mischung finden. Also wie kann man denn so dumm sein, Alter? Zwischen guten Spielern und guten Verteidigern. Warum dribbelt der alleine? Ey, wie kann man so dumm sein? Es rappelt die Potatoes, gehen wieder in Führung. Also wirklich. Geisteskrank. Durch Pascal Wiewodt. Ein Torwart-Tor. Zählt er eh nicht, aber ich rege mich trotzdem auf. Vom Pfälzer, von Cosmos Koblenz. Ist das geisteskrank. Letzten 30 Sekunden bis Game Changers. 3 gegen 3. Das ist natürlich so ein Ding. Ne? Wenn du den Ball hast, brauchst du die ganz dribbelstarken. Der ganz hier, der rechts. Wenn du den Ball nicht hast, brauchst du aber auch einen, der dazwischen holzen kann. Aber auch einer, der umschalten kann. Es ist, oh Gott, ist schwer, die Balance zu finden bei diesen 3 gegen 3. Oh Gott. Oder die nutzen einfach ihren Vorteil null, ne? Philipp Simon. Letzten Sekunden laufen. Papa Christodoulou verpasst das 3-3. Und da, boah, da wackelt's. Die zweiten 15 Minuten sind freigegeben. Der Zehner, ich finde den Zehner auch echt gut von hier Lila. Von Zimbus. Simon. Der kann schon, wenn er will. Muss ich sagen. Die spielen eigentlich einen klaren Ball. Bleib vorne, mach vorne zu. Bei Einwurf, Einrollen, mach vorne zu. Dann brauchst du nicht nach hinten gehen. Mach doch vorne zu. Jetzt zurückziehen. Das ist der Held bisher aus der ersten Halbzeit. Pascal Wiewodt. Schiri! Bruder, ganz klares Foul. Also ich lese hier im Chat, dass einige offensichtlich kurz off waren und ein paar Tore nicht mitbekommen haben. Ruhig, genau. Jetzt Überzahl. Wenn einer anläuft, Überzahl. Wiewodt war der Held, der Torhüter der Potatoes, der einen Treffer erzielt hat und dann kurz vor Schluss der ersten Hälfte nochmal einen richtig stark gehalten hat. Dreh auf. Der Zehner gefällt mir auch.
Okay, wenn wir weg waren. Alter, die sind alle so. Digga, die sind alle so robust und so. Die gehen alle so eklig rein. Die Protatoes haben's gedreht. Safe. Kali Supremo, safe. Aufgedreht hat mit seinem Treffer. Zeit. Da ist er wieder am Start. Gut gespielt. Triaufo! Hand. Simon. Der mal wieder einen tollen Treffer auch gemacht hat. Philipp Simon. Der Simon ist aber gut. Viele Fans hier hat. Macht es doch breit. Macht es breit. Nimmt den Torwart mit. Ja, genau. Und nochmal zurück. Menge. So lange, bis sich eine Lücke ergibt. Mehal. Und Philipp Simon wird gestoppt von Santos. Max die Roten Schrei. Kontern halt nur noch, ne? Stürmer. Boah. Boah, hübsch mit der Hacke. Und da setzt er sich mit durch. Gott. Aber Mehal ist da und rettet die Zimbos. Geh mal. Marcel Heller, ganz entscheidende Phase jetzt. Schwerer Ball. Super schwerer Ball von Heller. Oh. Er hätte ihn bekommen einfach. Idee ist gut von Marcel Heller. Auf Tim Kosmala. Ruhig, ruhig, ruhig! Ja, sehr hübsche Flanke. Heller! 19. Minute, 3-3 steht da, wo ein Stürmer stehen muss. Marcel Heller! Und so ein schönes Tor! So ein schönes Tor! Was sage ich euch? Die Nummer 10 und Heller! Das ist mal ein Spiel, was Spaß macht zu gucken. So musst du reagieren, wenn du einen hochpotentigen verkackst. Nicht abschalten. Nein, Kopf hochhalten und dann reinmachen. Und im Hintergrund hört ihr die Spandau-Fans, die sich langsam warm machen für das letzte Spiel gegen Trimax-Mannschaft, gegen Hartstag Royal. Und das ist die direkte Antwort der Protatoes. Oder so ein Misttor. Was ein Ding. Unglücklich. Benedikt Pahl. Aber geiles Game endlich mal. Macht Spaß zu gucken. 4-3. Was für ein Spiel. 7 Tore. Und die Protatoes können Dankeschön, Drama, habe ich das Dankeschön. Gefühl. Letzte Woche schon 3-3 gegen die Käfigtiger. Der kann spielen. Man merkt es sofort, finde ich. Oh, Alter, der Obdel Kiri, robust, sehr gutes ja. Zweikampfverhalten. Mbenge hält dagegen. Schieß doch. Boah, Mbenge hat eine Ballbehauptung, die ist unglaublich. Dazu der stabile Körper, defensiv stark und offensiv ordentlich. Klemi, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe auch irgendwie das Gefühl. Absoluter Führungsspieler bei den Zimbos. Nimm den Torwart mit. Ja, genau. Jetzt breit machen. Gleich ja auch noch die Galaxy Knights. Hey, Jungs, wir spielen Fußball, okay? Komm. Komm, okay. Cool bleiben. Okay? So, wir haben ganz genau das Schlichten Digga, von Baba Kravati. Alter, der Ball ist nicht da und die streiten sich einfach. Was ist denn jetzt auch los? Wieder einverstanden. Simon gefällt mir. Philipp Simon. Simon gefällt mir. Der Kiri, zwei richtige Zehner gegeneinander. Sehr, sehr starke Fußballer. Gutes Spiel aber, muss ich sagen. Macht Spaß. Lass ihn nicht aufdrehen. Lass ihn nicht aufdrehen! Gut. Richtig. Doch, Synox. Wir hatten schon 2-3 gute Spieler. Sag ich ehrlich. Wir hatten schon 2-3 gute Spieler dabei gehabt. Aber es ist halt sehr nicht aufdrehen lassen. Bildschrei, der immer wieder gesucht wird. Nochmal, so ein Stürmertyp brauchst du, der mit dem Rücken zum Tor die Dinger festmacht. Digga, die Schiris pfeifen sehr wenig. Kein Fehler.
Foul. Oh mein Gott. Vorsicht, zwei Bälle im Spiel, bisschen Digga, wilde Aktion. So ernst. Abstand! Und ob der Kiri wird gehalten. Abstand! Spiel wird weiterlaufen gelassen. Kein Foul, steh auf. Warte, links, warte, jetzt. Quer! Oh, was denn? Beschweren sich, dann abseits gepfiffen. Kein Foul gewesen. Slayer-Code, ja, Mann, Bruder, was geht bei dir? Heller fällt ein bisschen, aber drückt ihm schon rein. Jo, 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 jo. Es ist nicht... Ja, ist ein Bodycheck. Nichts. Bruder, aber Abstand. Ja, ist auch faul, aber Abstand davor. Er hat doch Abstand nicht eingehalten, ich sag euch ehrlich. Geteilt, mit heftigem Körpereinsatz. Jetzt kriegt er den mächtigen Marcel Heller zu spüren. Eine U16 von Stuttgart würde, glaube ich, gewinnen, ja. Obwohl, weiß ich nicht. Denkt ihr, eine U16 würde gewinnen, Chat? Halt gegen so eine Mannschaft hier? Das nimmt ich glaube schon, mal die Luft, oder? Jeder, der hat, weil die eingespielt sind und so. War, weiß, das die sind alle eingespielt und sowas. Weiß ich nicht. War super unglücklich heraufgekommen von Uber Kiri. Mann, ihr nervt mit eurem Scheiß. Nein, niemals. Und 19 sage ich safe. Torwart, ruhig. Ruhig, ruhig, ruhig. Marcel Heller, ruhig. Dreh- und Angelpunkt, wenn er auf dem Feld ist, hat sehr viele Einsatzminuten. Nein, jetzt nicht mehr. Nochmal Torwart. Oh, okay. Aydoğan, der Mann mit dem Eigentor. Nochmal Hacke. Papa Christodoulou. Patrick Papa Christodoulou, der mir sehr gut gefällt. Wenn er da ist, bringt er immer Spritzigkeit rein. Digga, die gehen so mit Körper alle ran, das ist geisteskrank. Dankeschön, Dybala. Kuss, Brudi. Vielen, vielen Dank. Abschalten. Umdrehen, 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 umdrehen. Ich weiß, dass einer die der Sports. Ist übrigens ein gute Frage, spielt. Weiß ich nicht. Mal gucken, wann die sich hier im Laufe der Baller League-Saison noch selbst einwechseln. Ah, stimmt. Im Vintix, stimmt. Ich habe daran gar nicht gedacht, ich bin ehrlich. Ist doch kein Rückpass, Mann. Ach, schreit Rückpass. Dankeschön, Noel. Kuss, Brudi. Uber Kiri kann wieder. Wichtig. Ey, die hauen sich den Ball selber rein. Leonardo dos Santos. Dreh auf. Es gibt Kommandos, dreh auf. Dreh, genau, richtig. 2 gegen 1. Wildschrei. Der hat sich warm geschossen. 5-3, 24. Max Wildschrei. Der Ex-Bielefelder, ihr wisst schon, der Love Island-Mann stellt auf 5-3. So viele Abschlüsse gehabt und dann guckt er den Goalie aus. Das ist die Reaktion der Brotatoes von der Bank. Tom Wüstenberg geht raus mit der 69. Der Unverwüstliche. Wollte da hinterm Tor raus, da war aber nicht. Und Wiebroth, ein sehr toller mitspielender Torwart, muss man schon sagen. Weil die sich den Ball selber reinhauen. Weil die sich den Ball selber reinhauen. Gut, war mit einem Kontakt gelöst. Wildschrei auf dem Weg zur Entscheidung. Max Wildschrei probiert es nochmal, aber Mehal hat die Beine zu diesmal. Halt doch nicht fest, du Wichser. Ja, Torwart hält alles mit Hans wie Manuel Neuer, Alter. Macht er auf einmal so wie ein Handball-Torhüter. Sickt der Land, ja. Scheitert erneut an Pascal Wiebroth. Hör mal auf, ehrlich. Kommt, Jungs, hey. Digga, null Abstand, ne? Bänge.
Feiert ihr eigentlich die Referee Cam? Ich mag das sehr, weil du bist total nah am Spiel. Das Spiel macht Bock, aber ja, Mann, ich bin ehrlich. Es ist ein geiles Spiel. Sehr, sehr geiles Spiel. Oh, sehr unverdient, dass die hier führen, die Roten, sag ich ehrlich. Also nicht sehr unverdient, aber die Zimbos hätten es mehr verdient, sag ich ehrlich. Begge. Mehal. Das macht aber echt Spaß, das Spiel, muss ich sagen. Das ist ein cooles Game. Svensson mit der 11. Sven Körner hat Svensson hinten auf dem Trikot auch zugestochen am vergangenen Spieltag. Guck mal, wie die hinten drin stehen, Digga. Die nehmen das halt so brutal ernst. Torschützen als die stehen da. Jetzt müssen sie sich alles erarbeiten. Einfach mit 5 Spielern in der eigenen Hälfte. Ist das geisteskrank. Die haben sich gefühlt selber geschlagen. Ich bin für die Zimbos, weil ich mit jemandem aus dem Chat hier eine kleine Wette habe. Ey, der Zehner regt mich so auf von Rot. Mit seinem fetten Körper. Und dann lacht er auch noch mich an, Alter, der. Arsch. Also, Mann, nur weil ich gewettet habe, sage ich es jetzt. Ah, er fickt mich jetzt komplett, Digga, ja. Ubekiri, super Pass. Ah, jetzt lassen sie einiges liegen. Entscheidung vertagt. Ja, ja, der ist stark, der Rot. Der von Rot, der Zehner ist stark, ich bin ehrlich. Tschüss, der Torwart, tschüss. Er beschützt den Ball, als ob sein Baby ist. Wer ist übrigens so alt im Chat, dass er noch Pro Evolution Soccer kennt? Dazu gleich mehr, denn jetzt erstmal die Galaxy Enttäuscht. Minutes. Ich will auf die Logos und die Vereins geben. Es ist so unfair, Walla. Ach, Bruder, es macht keinen Spaß. Was macht der Schiri, der Hurensohn? Ball rotet. Zählt nicht. Yes! Nicht. Zählt nicht. Sorry für Hurensohn, tut mir leid, Chat. Er muss rollen, darf nicht ruhen. Philipp Simon, was eine Fackel. Und man darf nicht mit der Hand rangehen. Auch ja, Mann, hört auf jetzt! Den die Protatoes überraschenderweise hier aufs Feld schicken. Er will mit Kopf hin! Aber starke Torhüter, er will einfach mit Kopf hin, Digga, ja? Ich schwöre, hat nicht gezählt. Ball hat nicht gezählt, weil der Ball geruht hat. Ich schwöre, hat nicht gezählt. Ich führe 1-0. Ich führe gerade 1-0, guck, 4-3. Sind wieder dran, dank Philipp Simon. Einfach mit Kopf halten. Krasser Torhüter, ich schwöre. 2-0 wäre wichtig jetzt. Jetzt haben wir's. Ein Torvorsprung noch für die Protatoes. Und aber. Nicht mehr Philipp Simon! Von 5 bist du irre! Löse da! Yunus, du Wichser! Ruhig. Man kann wechseln den einzelnen Spieler, ob der Kiri ist jetzt gekommen für Vivos. Ruhig bleiben. Man darf nicht mit der Hand. Aber oh, einfach 5-5. Der Ball muss rollen. Man darf, ich habe doch gesagt, dieser Simon ist stark. Der Zehner. Des Mittelkreises. Bis dahin ist alles okay. Philipp Simon, Todesmutig. Bruder, wie schießt der, ja? Der schießt geisteskrank. Und man muss innerhalb von 15 Sekunden abschließen. Ubekiri! Die Potatoes führen wieder. Schieß doch! Nein, mach ruhig! Ausgleich! Ihr leck mich! Es ist unfassbar! Simon, ich liebe dich! Das sind ja Tennisergebnisse! Wir haben hier zwei wirklich absolute Abschlussgötter. Digga, was für ein Game, oh mein Gott, deshalb liebe ich es. Simon, du kranke Einzel. Sau. Du und geiler durch. Typ, Junge. Wie krass hat der feinen Schuss aber auch, ja? 1 gegen 1, Chat. Wenn ihr für die Zimbos seid, glaube ich schon. 7-6. So ein geiler Spieler. Simon, du bist ein Monster. Dank Philipp Simon, der hier alles gegen den Strich rasiert. Ball darf nicht ruhen, muss aus dem Er ruht Rollen nicht, er rollt doch. Werden. Geht niemals der rein. Kiri hat er noch einen. Muss lupfen, lupft ihn. Vorbei. Yunus, Zero. Letzten 30 Sekunden, die Zimbos drehen das Ding in den Galaxy Minutes. Und der Kiri nochmal. Über. Da darf er nicht, da darf er nicht. Nur der weiße Teil des Mittelkreises im Feld. Da Vorbei. Darf er abschließen. Uhr ist angehalten. Also da kann man, glaube ich, getrost von wilden Galaxy Minutes sprechen. Oder ich sag dir ehrlich. Baba Grafati erklärt Subdekiri nochmal. Warte. Und jetzt gibt's noch die eine Gelegenheit für die Protatoes, die geführt haben. Aber oh, dann kann die Galaxy Minutes. Er wird noch einen Schuss bekommen. Philipp Simon drehte das. Und macht jetzt den nächsten. 8-6. Die Zimbos führen, drehen das Ding in den Galaxy.
60 Minutes hier komplett. Simon, du bist ein fucking Macher. Und damit ist es zu Ende. Simon, geiler die Typ. Die Zimbos drehen das Ding in den letzten drei Minuten. Und jetzt ist das letzte Spiel des Abends freigegeben. Das Topspiel Hardstark Royal gegen Eintracht Spandau. Hadeland, Spandau. Komm mal an, Raphael. Schuri, Raphael und zu guter Passo. Oh, wenn die es jetzt gut ausspielen. Überzahl. Melek Amduni, es ist ja. Beide Tore sind vernagelt. Bist du wenn du einmal Überzahl schaffst in der Halle, dann bist du direkt Überzahl. Es ist so krass wichtig. Oh! Oh mein Gott. Nevi, mir geht's gut. Wie geht's dir? Spannend, wir gucken noch mal auf die Chance hier von Amduni, aber Berisha, das ist Wahnsinn. Fehlen mir die Worte, also die beiden Torhüter kann man nicht oft genug sagen. Aziz gefällt mir, ja, muss ich sagen. Also es gibt so 6-7 Spieler, die mir echt gefallen bei der Ballers League. Da sind echt ein paar dabei, die gut kicken können. 40 Oberligaspiele gemacht, 25 Jahre alt aus Baden-Württemberg. 3 Scorerpunkte hat er eingesammelt am ersten Spieltag. Der Mann mit der 10 von Spandau. Marc, danke schön für den Sub, mein Bruder. Vielen, vielen Dank. Mein All-Time-Lieblingsspieler habe ich nicht. Klappt bei beiden noch nicht. Weiß ich nicht. Ich habe zu viele. Dankeschön, Marc. MS80. Dankeschön. Safe, die müssen vor querlegen. Eine Minute noch. Wir haben übrigens noch was von euch. Der Ball rollt auch nach dem letzten Spiel noch weiter. Unbedingt dranbleiben, bitte. Da geht es noch um einen weiteren Punkt. Könnte man sich drüber streiten, Gebück. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das eine Tor. Sulmer. Oh, er wollte querlegen nochmal. Top 3 Lieblingsspieler: Cristiano, Ronaldinho. Von Phil Spielmann. Adriano, dem eventuell. Dem anderen Wildcard-Spieler neben Kocker Rausch, der letzte Woche, aber auch heute wieder am Start ist bei Spandau. Aktion des Abends, ganz klar, Sascha Bigalke. Digga, dieser Tunnel war so clean. Kocker Rausch. Noch einmal Maß nehmen. Akbulut wird gesucht, wird aber schönes nicht Spiel. Gefunden.